Designstudium an der HTW ist, denke ich, eine gute Entscheidung für alle jungen Menschen, die neugierig sind auf die Welt und Lust haben, Welt mitzugestalten. Und das kann in ganz unterschiedlichen Medien geschehen. Das kann im dreidimensional physischen Bereich des Produktdesigns passieren oder im Kommunikationsbereich oder im Interface- und Interaction-Design. Also je nach persönlichem Interesse und Veranlagung kann man sich dann im Laufe des Studiums spezialisieren. Aber das, was man auf jeden Fall mitbringen sollte, ist ein wacher Blick und eine Neugier auf Gesellschaft und Dinge und Zusammenhänge. Ich wollte Design studieren, schon relativ lange. Ich habe jetzt diesen Studiengang gewählt, weil er sehr vielfältig ist. Er heißt ja auch Produkt- und Kommunikationsdesign. Ich habe mich jetzt selbst relativ stark in Richtung Produkt orientiert, aber finde es gut, dass man da auch ein bisschen Richtung Kommunikation mit was lernen kann und sich selbst weiterbilden kann. Design durchzieht eigentlich alle Lebensbereiche. Wenn man mal anfängt darauf zu achten, merkt man, dass alles in irgendeiner Form designt ist, eine Gestaltung hat. Und ja, Design hat zumindest den Anspruch, das Leben ein bisschen besser zu machen, sei es in den kleinen Details oder auch im großen planerischen. Die größte Herausforderung, die ich bewältigen musste beim zweiten Semester, war ein riesiges Projekt, was ich mir vorgenommen habe, an dem ich dann irgendwie Tag und Nacht und am Wochenende gearbeitet habe. Was ich eben daraus gelernt habe, ist auch Stopp zu sagen und auch mal nicht alles perfekt haben zu müssen, einfach mal mit dem zufrieden zu sein, was man gestaltet hat. Also mein bisheriges Lieblingsprojekt sieht man hier hinter mir, das war im vierten Semester und da hat man eine Firma gespielt in einer Gruppe, das war ein Gruppenprojekt, wo man ein Produkt entwickelt hat, ein Radio für eine junge Zielgruppe und man hat sozusagen diesen kompletten Designprozess einmal durchlaufen. Mein Lieblingsprojekt war eine kleine Scene. Die haben wir im dritten Semester, einem ganzen Semester gemacht. Da ging es um Klimawandel und Umweltthemen und das Thema durften wir uns eben selbst heraussuchen. Heraus kam dann eine Scene zum Thema Müllvermeidung und nachhaltigen Konsum. Anhand von vier Unterthemen haben wir dabei nachhaltige Adressen in Dresden aufgezeigt und die Problematiken und gleichzeitig dann auch Lösungen gezeigt, welches gerade eben Neueinsteigerinnen ermöglicht, leicht in das Thema eben reinzukommen und auch nachhaltigen Konsum in ihr Leben mit reinzubringen. Auf jeden Fall mit Pausen machen. Design ist für mich Kunst, Technik und Zusammenarbeit. Flexibel, vielfältig, entspannt. Ideen Form geben.